Operation Backhand. Operation Backhand, Norfolk, Virginia, USA. In Chicago haben wir einen wichtigen Sieg errungen und sind nun in der Lage, unsere Truppen zu koordinieren und den Feind unsererseits anzugreifen. Die Marinebasis von Norfolk wurde in der frühen Phase des Angriffs besetzt und es ist essentiell, dass wir die Basis unverzüglich zurückerobern. Bodentruppen hämmern Haufen. Okay, Luftverteidigung, ja, Jagdflieger, nicht mehr so viel. Alles klar. Einige Stunden später, amerikanische Ostküste. Willkommen zurück, Captain. Ich fürchte, Sie müssen wieder starten, sobald Ihr Vogel neu betankt wurde. Die Lage ist wie folgt. Nach dem Ausschalten der Störung bekommen wir langsam einen besseren Überblick über Artemis' Angriff. Die Situation ist sogar noch schlimmer als befürchtet. Es gab Luftangriffe oder Überfälle auf die meisten großen US-Militärbasen im ganzen Land. Wie Sie wahrscheinlich wissen werden, war der Marinestützpunkt Norfolk Hauptangriffsziel und wir fürchten, dass die Verteidigung der Basis überrannt wurde. Im letzten Funkspruch, den wir empfangen haben, sprach der Kommandant der Basis von schweren Luft- und Bodenangriffen. Wir müssen annehmen, dass Artemis die Kontrolle über die Basis erlangt hat. Wir müssen Norfolk zurückerobern. Die Basis ist das wichtigste Lager für die Atomwaffen unserer Atlantikflotte. Wir sammeln alle verfügbaren Truppen, inklusive der NATO-Verstärkungen und des Trägerverbandes Andrew Jackson aus dem Pazifik, um am Angriff teilzunehmen. Norfolk verfügt über eine extensive Verteidigung, unter anderem hochmoderne Raketensysteme. Sie werden eine Reihe von schwierigen Luftangriffen fliegen, um die Küstenverteidigung auszuschalten und den amphibischen Sturmtruppen die Landung zu ermöglichen. Sobald die Marines gelandet sind, müssen sie den Angriffstruppen Luftunterstützung geben, bis sie ihre Ziele erreicht haben. Wir dürfen keinesfalls versagen, Captain. Viel Glück und gute Jagd. Alles klar. So, wir machen natürlich wieder auf normal. Yeah! F-117 Nighthawk. Der Stealth Fighter. Oh, das Ding sieht so UFO-mäßig geil aus. Aha, wie geil ist das denn? Ah, da freue ich mich auf die. Ja. Warte mal, wir haben ja noch den Y. Was war das? Der Y-12. YF-12. Wo ist er? Ah, da ist er. Ah, oh, geil. Ah. Ja. Ja. Alter, das Ding, ey. Mit dem will ich zum Mond fliegen. Guckt euch dieses geile Teil an. Ah. Sieht zwar ein bisschen penismäßig, sieht zwar ein bisschen penismäßig aus, aber. Oh, geil. Alter, das Ding, ey. Ah. Ja, ich weiß. Da. Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich meine liebste Maschine. Aber. Guckt sie euch an. Designtechnisch, also man kann ja sagen, was man will, aber designtechnisch ist das Ding echt krass. Der X-Men Jet. Na gut. Wo war jetzt empfohlen? Moment. Wo war mein Empfohlener? Da ist er. So, wir fangen jetzt mal an. Ja, Erdkampf, genau. Freifallbombe. Nehmen wir natürlich mit. So, lade Daten. Starttaste drücken. Charles Hawks, hier ist Commander Boden. Die Missionsuhr läuft und die Marines bereiten den Sturm auf den Stand vor. Geiles Teil, Alter! Das Verteidigungsnetzwerk entlang der Küste wird von 3 befestigten Zentren gesteuert. Die müssen wir ausschalten, bevor die Sturmtruppen den Strand erreichen. Das Problem ist, dass die Küste von Flakbatterien und modernsten Zellstellungen verteidigt wird. Die
Die SAM-Raketen sind äußerst agil und selbst gegen Tarnkappenflieger einsetzbar. Zum Glück haben wir ein paar Updates für das ERS, die Ihnen erlauben, einen Ausweichkurs durch das SAM-Netz zu fliegen. Wir laden Ihnen neue Algorithmen hoch, sobald Sie zum nächsten Ziel übergehen. Hallo, Captain Crenshaw. ERS... Wir laden jetzt den ersten Ausweichkurs hoch. Sie müssen mit Ihrem Flieger im ERS-Fenster bleiben, um nicht von einer SAM getroffen zu werden. Es gibt keinen Federspielraum. Sie sollten jetzt einen Ausweichkurs auf dem Display sehen. Viel Glück. Wenn Sie das erste Zentrum ausgeschaltet haben, laden wir den zweiten Kurs hoch. Okay. Alter, ich habe ein Navi im Flugzeug. Ach, guckt euch mal da... Ja, danke. Enhanced Reality System on. ERS-Tiefflugmodus aktiviert. Alter, ich sehe ja nichts mit dem Ding. Sicht gleich eingeschränkt. Okay, jetzt heißt es, jetzt muss ich hier nach Navi fliegen oder was? Okay. Tiefflugsystem. So. Sie sind im Tunnel, Schwarmführer. Bleiben Sie konzentriert. Ja, ich bin schon dabei. Ja. Rakete 5. Ruhig bleiben, Hawksführer. Sie nähern sich dem Ziel. Sie müssen das Ziel jeden Augenblick sehen. Rakete 5. Sie sind fast im Ziel. Sieht gut aus. Rakete 5. Rakete 5. Das ist brutal. Seit dem Golfkrieg habe ich so eine Schlacht nicht mehr erlebt. Ja, wunderbar. Rakete 5. Rakete 5. Wow. Feuer frei. Ich sehe noch nichts. Rakete 5. Ja, super. Wie tief soll ich hier noch fliegen? Ah! Rakete 5. Achtung, Schwarmhawk. Artemis-Flieger im Anflug auf Ihrer Position. Sie werden durchhalten müssen, bis Sie den Ablauf der Exzellenten Urban Crenshaw. Wir laden jetzt den Kurs zum zweiten Kommandozentrum. Der Datentransfer dauert etwa 30 Minuten. Verstanden, Sir. Wir empfangen jetzt die Daten. Rakete 5. Empfängt. Ziel in Schussweite. Rakete 5. Ja, lad mal die Daten neu. Verstanden, wir beginnen nun den Angriff. Greife an. Ja, mach mal das da weg. Alter! Bestätige. Warnung. Rakete im Anflug, ausweichen! Rakete vermieden. Halte mir... Alter! ERS-Download vollständig. Ablauf ja. Für den zweiten Kurs abgeschlossen. Sie können Ihren Angriff nun beginnen. Wähle ein Ausweichmanöver. Rakete im Anflug, Gegenmaßnahmen. Ja, Ziel erfasst. Greife jetzt an. Mach doch mal den Penner so weg, dass ich da mal jetzt hier weitermachen kann. Bestätigt, greife Ziel an. So, wo muss ich jetzt hier durch? Toll. Hallo, ERS oder wie immer auch ja. Enhanced Reality System on. ERS Tiefflug. Zitter down, wir starten jetzt den Anflug. Rakete 5. Ja. Oh Gott. Rakete 5. Ich komme mal vor hier wie auf einer Rennbahn. Das Ziel kommt näher. Sieht gut aus, Boss. Rakete 5. Kommen gleich zum Ziel. Bereithalten. Alter, wie tief noch? Rakete 5. Mich verarschen? Ich kann ja schon die Eichhörnchen auf dem Baum sehen. Rakete 5. Und pack! Scharf, nur noch ein paar Sekunden. Wir machen das gut, Crenshaw. Weitermachen. Rakete 5. Ja, super. Du bist mein Vogel, ey. Rakete 5. Wow.
glaube, es hakt. Ruhe. Sind am Ziel. Ausschalten. Rakete vermuten. Direkter Treffer. Ziel ausgeschaltet. Rakete vermuten. Wir haben jetzt nichts wie raus hier. Rakete vermuten. Rakete vermuten. Rakete vermuten. Alter! Ich bin zwar ein geistiger Tiefflieger, aber das muss ich nicht so symbolisch zeigen. Los, weg hier. Ja, ich weiß, normalerweise müsste ich so fliegen. Ja, mal zu bimmeln hier, da werde ich ja gar davon. Ja. Fantastisch, Ken. Das hat gesessen. Wir laden jetzt den Kurs zum Truppenziel hoch. Der Datentransfer wird etwa 30 Sekunden dauern. Letztes Mal. Halten Sie sich bis dahin aus Ärger raus. Sie wurden erfasst, Schwarmführer. Empfehle ein Ausweichmanöver. Der Kerl ist Geschichte, Boss. Sie ja, mach mal weg. Rakete vermieden. Ah, toll. 6 Uhr, 6 Uhr. Rakete abgehängt. Ja, man sieht auf 12 Uhr. Er ist Download vollständig. Ja, toll. Upload beendet. Sie können jetzt das dritte Kommandozentrum angreifen. Ja, ich will erstmal die Penner da wegkaufen. Angriffsformation. Ach, nach egal jetzt. Was soll ich knapp? Das war knapp. Ja, toll, das funktioniert schon, muss schon mal gar nicht. Flugleitung. Gegner auf 6 Uhr. Schönes Manöver. Greife Ziel jetzt an. Verstanden. Ja, mach den mal weg da, dass ich jetzt mal hier weitermachen kann. Meine Herren. Stabile Erfassung. Oh, hau weg. So, jetzt, wo bist du, Freund? Alter, ich krieg dich. Vielleicht mal den. So, jetzt. Guter Abschluss, Shane. Ups, da oben. Der da noch. So. Hab ihn, der ist erledigt. Ah, ihr macht ja gar nichts. Mann auf 12 Uhr. So, jetzt aber. Bestätigt, Boss, ich bin auf 6 Uhr. So, jetzt nochmal anfliegen, bitte. Mal sehen, wo wir da hin müssen. Halt, unser Trägerverband. Da muss ich hin. Halt, steh auf dem Kopf. So, jetzt. Gib mir mal die nächste Stellung, bitte. Hopp. Enhanced Reality System on. ERS-Tiefflugmodus aktiviert. Helf mal nochmal. Und wieder den Eichhörnchen guten Tag sagen. Uah. Sie sind im Tunnel, Schwarmführer. Bleiben Sie konzentriert. Ja, das versuche ich ja schon die ganze Zeit, du Ochs. Rakete vermieden. Rakete vermieden. Rakete vermieden. Sie nähern sich dem Ziel. Uah. Sie müssen das Ziel jeden Augenblick sehen. Leck mich doch. Rakete vermieden. Rakete vermieden. Sopal, Lottel, die Lottel, du. Sie sind fast im Ziel. Sie kommen auf. Ja, da im Tunnel zu bleiben, das ist schon ziemlich schwierig. Uah. Uah. Schnauze! Ich muss mich hier gerade konzentrieren. Das ist nicht gerade leicht hier. So, jetzt aber, komm. Gleich habe ich dich. Guter Schuss, sehr gut. Ziel zerstört. Haha. Navigationshalt. Das war's. Hervorragend,
Schwarm Rooks. Das Verteidigungsnetz fährt runter. Das SAM-Netzwerk ist jetzt offline. Sie können frei manövrieren. Die Marines starten gleich ihren Angriff, also geben Sie ihnen alle mögliche Hilfe. Einsatzleitung an Victor 3-6. Grünes Licht, grünes Licht. Amphibischen Angriff beginnen. Victor 3-6 bestätigt, Sir. Fliegt jetzt zum Strand. So, alles klar. Alle Einheiten hier bauen. Finalen Angriff beginnen. Wiederhole. Finalen Angriff beginnen. Gegner nach Ermessen angreifen und zerstören. Roger, Sir. Greifen jetzt an. Es ist wesentlich, dass Sie den Marines Luftunterstützung bieten. Sie müssen die Basis unbedingt erreichen. Wir haben nur diesen Versuch gelten. Für einen zweiten Angriff haben wir nicht genügend Truppen. Also passen Sie auf, dass die Jungs durchkommen. 4, 3, 6. Nehmen Beschuss von Zeitpanzern. Ja, klar. Was noch alles? Kleinen Moment, mein Hund bellte ohne. Immer entspannend wird. Dann würde ich mal sagen, wir machen mal weiter. Ja, einmal wenn ein anderer Hund bei uns vor der Haustür vorbeilatscht, dreht mein Hund ab. Er duldet halt eben keine anderen. So, fortsetzen. Keine Sorge, Boss, ich gebe dir Deckung. Nicht mal knapp. Ja, super. Boah, Alter, guckt euch das an! Ziel erwartet, Mann. Da unten wäre ich jetzt wirklich nicht gerne. Ziel zerstört. Herrschaft, Zeit noch einmal. Die Marines brauchen mehr Unterstützung. Sie werden festgenagelt. Das dauert zu lange. Wir müssen mehr Bodenziele erledigen, damit die Marines es schaffen. Die Feindruppen ziehen sich zurück. Kommt dem Objekt näher. Boah, da gehen die da. Hier, Victor 3-6. Steckt hier fest. Fordere sofortige Luftunterstützung an. Wo seid ihr? Wo bleibt die Luftunterstützung? Wir werden von einem... Schussweite. Meine Herren, ey. Wow. Gestartet. Verdammt! Ruf das SAR. So. Es ist wesentlich, dass Sie den Marines Luftunterstützung bieten. Sie müssen die Basis unbedingt erreichen. Wir haben nur diesen Versuch kennen. Für einen zweiten Angriff haben wir nicht genügend Truppen. Also passen Sie auf, dass die Jungs durchkommen. Nehmen schweren Beschuss! Fordere Luftunterstützung an! Gute Antwort. Mann, oh Mann, ey. Ach, ist das wieder doof. Weg mit euch. Aua. Aua, 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 aua. Ich muss mal höher. Die da hinten, die haben noch Probleme. Wenn müssen mehr Bodenziele treffen. Die Marines haben Probleme. Ach was. Empfange mehrere Treffer. Gute Arbeit, Schwarmführer. Gut. Ihr könnt ja auch mal was machen, eh. Alter, leckt mich doch alle mal hinten rum, eh. Brauchen Luftunterstützung! Wir haben hier Feindpanzer direkt vor uns! Wir müssen einen Zahn zulegen, die Marines stecken ganz schön ein. Weiter so, Luftunterstützung! Wir kommen dem Ziel immer näher! Nehme schweren Panzerbeschuss! Koordinaten! Die Luftunterstützung trifft exakt! Wir kommen der Basis immer näher! Wir müssen mehr Bodenziele treffen. Die Marines haben Probleme. Och. Was du nicht sagst, Freund. Ziel wurde erfasst. Raketeneinschlag. Guter Schuss. Wir sind an der Anlagengrenze. Fast geschafft. Ein ja. Hinterhalt. Feindliche Infanterie voraus. Passt auf die Raketen. Aber die da hinten... Die gehen mir ein bisschen auf den Sack da. Guter Abschuss. Gut.
die doch noch Probleme, ey. Alter! Er wollte mich wohl veräppeln. Raketeneinschlag, guter Schuss. Ja, Klingelingeling. Boah. Waffe geworfen. Führung mit Raketenabschuss. Abführung mit Abschuss. Waffe abgeworfen. Fox bereit. Meine Herren, ey. Ihr wollt mich wohl alle hier trollen oder was? Waffe gestartet. Direkt 4 ist Victor 3-6 und werden von Panzern aus der Basis beschossen. Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Lingelingelingelingelinge, ja. Waffe aufgeschaltet. Ist ja schon fast hier Terror. Hier ist Victor 3-6, Feindkontakt. Werden von eingegrabener Infanterie und Panzern angegriffen. Erbitte sofortigen Luftangriff. Oh. Ihr könnt mich alle mal. Seid denn hier? Ziel erfasst. Ziel in Schussweite. So, und jetzt? Gute Arbeit, der Sieg ist unser. Oh Gott, oh Gott. Nehme schweren Panzer, hier ist Victor 3-6. Ich muss sofort Commander Bolton sprechen. Bolton hört. Was gibt es? Sir, wir haben den Kommandostand der Basis eingenommen und viele Gefangene befreit. Darunter auch Admiral Waters. Norfolk gehört uns. Exzellente Neuigkeiten, Victor 3-6. Gut gemacht. Sir, darum geht es aber nicht. Admiral Waters berichtet, dass ein Artemis-Kommando in das Nuklearlager der Basis eingedrungen ist und fast ein Dutzend Sprengköpfe entwendet hat. Oh mein Gott. Wann genau ist das passiert? Vor etwa 6 Stunden, Sir. Der Admiral glaubt, sie seien verladen und mit LKWs abtransportiert worden. Verstanden, Victor 3-6. Gute Arbeit. Sichern Sie den Rest der Basis und sammeln Sie alle Informationen. Ich muss sofort den Präsidenten informieren. Mission erfolgreich. Ah, endlich. So, ich brauche mal ein gescheites Thumbnail. Ah, ich denke, das ist gut, so. Inhalt wird gespeichert. Bitte warten. Backhand. Mhm. Ah gut, kein Levelaufstieg. Karte Thunderbolt EF 2000 freigeschaltet.